Ich freue mich sehr, dass heute zum ersten Mal der Schlosssaal so reich gefüllt ist. Von daher hat es auch eine gewisse historische Bedeutung, zu der Sie heute beigetragen haben mit Ihrem Besuch. Herzlich willkommen. Und darf darüber hinaus zu meiner Seite den Architekten Herrn Pankratz begrüßen. Herr Pankratz, kommen Sie doch mal zu mir. Das ist aus der Arbeitsgemeinschaft. Pankratz ist der Architekt, der hier wirklich Verantwortung bringt, aber dazu sage ich dann auch noch was. Und der Herr von Soden, der wie gesagt gemeinsam mit Herrn Pankratz das Projekt hier wuppt, planerisch, kommt dann auch so nach 12. Und ganz besonders begrüße ich heute, und deswegen machen wir das auch heute schon um 11 Uhr, die Kollegen Bauarbeiter. Im weitesten Sinne alle Handwerker, die hier tätig waren, sind nicht alle da, hier geht alles in die Pappen. Wir haben es auch schon mit den Handwerkern schon mal ein bisschen vorgefeiert im letzten Winter. Fakt ist, ohne diese Handwerker würden wir heute hier nicht sitzen. Von daher herzlich willkommen auch und Applaus an die Handwerker, denn die haben sich hervorragend gemacht. Zweimal mit Senf, oder? Da war was anderes. Bleibt hier sitzen. Ich nehme alle mit, die jetzt stehen. Alle, die jetzt stehen, gehen mit mir. Und dann gucken wir mal, wie es klappt. Vielen Dank. So, jetzt haben wir hier Stau am mittleren Ring. Stau am Frankfurter Kreuz. Dann rufen wir es noch einmal. Ja, ja. So, kommt mal mit. Fenster werden alle neu gemacht, aber aus Holz, gemäß den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde, bis auf die Fenster im Treppenhaus, die werden alle restauriert. Die Ursprungsforderung war, alle Fenster zu restaurieren, aber erstens sind hier manche so kaputt, das sieht man ja hier zum Beispiel. Eben, deshalb frage ich, ja. Ist unbezahlbar und dann lag der Kompromiss darin, und das muss ich auch sagen, da kann man wohlgemut zustimmen, weil die Fenster im Treppenhaus wirklich richtig schön sind. Das muss man fühlen, das muss man sehen, die Beschläge, das hat was. Also Barbarossa war ja eigentlich hier in der Region, war ja die Hauptstadt in Gelnhausen. Und der Büdinger Wald, wie gesagt, da war er wohl sehr gern jagen. Dann hat er sich hier sein Jagdkastell bauen lassen. Und als wir hier reingegangen sind, war die Decke hier, der Fußboden war in dieser Höhe angepasst. Sieht man hier noch sehr, sehr gut. Das heißt, auch die Architekten, die haben schon mal so anhand von historischen Karten und Befunden gedacht, entweder war hier früher mal ein Keller, der verfüllt wurde, oder es war gar nichts drin. Also, dann haben sie hier den alten Estrich weggemacht und haben dann genau diese Mauer gefunden, auf der ich jetzt hier stehe. Und diese Mauer hat im Prinzip alle bisherigen Überlieferungen über den Haufen geworfen, denn im Ursprung, was in allen Archiven drin ist, haben alte Zeichner und Planer gedacht, dass das Schloss im Ursprung ein ganz komisches, schiefes Gebäude war. So, ich sage jetzt mal so eine Art schiefes Fünfeck. Und durch diesen Fund hier hat man jetzt festgestellt, dass analog andere Bauten von Barbarossa, der ja überwiegend italienische Baumeister hatte, hier auch ein quadratisch praktisches Kastell bauen ließ. Das wurde dann hier an alle möglichen Behörden dann gemeldet. Die kamen dann auch, haben das hier alles aufgenommen mit Laservermessungen und sonstigen Befunden, haben hier auch ein paar Knochen noch gefunden und ein paar Werkzeuge, haben da hinten in einem Erdloch auch dann Gegenstände unserer Zeit eingebracht, ein bisschen Geld, eine Cola-Dose, Besteck
und solche Dinge, dass die Marsmenschen, die vielleicht in 500 Jahren hier die nächste Renovierung machen, dann auch wissen, was sich hier im Jahr 2018 abgespielt hat. Und das ist also, wie gesagt, von ganz besonderer Bedeutung. Eine originale Staufermauer, so wie die früher mauertechnisch gearbeitet haben. Was wir leider nicht umsetzen können, nachhaltig, wurde ich oft gefragt, ob wir diese Mauer sichtbar halten können. Wir hätten es gerne gemacht, allerdings, Höhenniveau ist noch zu überwinden, kann man irgendwie regeln. Die Fachleute sagen alle, und wenn man vielleicht jetzt woanders guckt, Bamberg habe ich letztens gesehen oder in Köln, unter einer Glasscheibe wachsen die Mikroorganismen weiter. Hier scheint die Sonne drauf und da reicht ein Impuls und dann gibt es eine Alge, Veralgung, eine Vergrünung, das Glas wird milchig und wir müssen ja auch hier arbeiten. Wir können uns auch nicht erlauben, dann alle 2-3 Jahre hier die Scheiben wieder auszuwechseln oder zu reinigen. Wir haben uns definitiv abgeraten, die Fachleute. Wir werden hier zwei Messingleisten einfügen, die das symbolisieren, die mit Fotos dann, das sind alles dann dargestellt, in der Weißwand, wo man hier ist. Das war, wie gesagt, hier eigentlich die Geburtsstätte und so haben wir das vor. Ja. Und jetzt gehen wir in die Kapelle, in die Hochzeitskapelle, die ist auch besonders schön. Hallo. Das war die Kapelle hier. Nein, das macht hier hinter dir. Aber dieser Raum ist trotzdem aus zweifacher Sicht von Bedeutung. Also, und zwar, ich habe gerade gesagt, dieser Raum ist aus zweifacher Sicht von Bedeutung. Erstens war das hier die Küche. Der zweite Grund ist, oder es gibt eigentlich drei Gründe, man sieht hier nochmal vieles zu den Anbauten. Das ist das Hochinteressante, da habe ich auch wieder verständlich für den Denkmalschutz, hat uns zwar in dem Fall ein Dreiviertel Jahr gekostet, bis wir die Putze abnehmen durften. Aber man sieht, wenn man die Putze abnimmt, was alles über die Jahrhunderte ereignet hat, an Mauerdächern, was angebaut wurde. Also hier zum Beispiel, hier war früher das Ende, was wir vorhin an der Mauer gesehen haben, des Schlosses. Es wurde später dann hier was angebaut. Ja, all das konnte man jetzt rekonstruieren. Hochinteressant. Und das dritte ist eigentlich ein Kuriosum, aber so ist es halt auch geregelt. Ist ja am Ende so gut so. Dieser neue kleine Quader hier, der weiße Anbau. Das ist so ein kleines Portal, was wir überhaupt nicht haben wollten. Hier sitzt später der Chef vom Ordnungsamt und zwei Kollegen. Deswegen hier schon die Bodentanks. Das sind sogenannte Bodentanks, die hier eingelassen wurden, wo die Schreibtische später stehen. Und wir wollten das auch hier anders nutzen. Da drüben kommt das Restaurant rein. Ich habe es vorhin angesprochen, wir haben alle möglichen Fördergelder beantragt. Wir kriegen wirklich einen ordentlichen Batzen. Allerdings nur, wenn zum Beispiel der Aspekt CO2-neutrale, klimaneutrale Heizung beachtet wird, das haben wir gemacht mit der Fernwärme, und wenn maximale Barrierefreiheit hergestellt wird. Dass das in 2 Jahren fertig sein soll. Das ist doch einiges. Also im 15. Jahrhundert wurde definitiv der Anbau hier angebaut, auch dieses Kreuzgewölbe wunderschön erhalten. Und hier kommt jetzt in der Neuzeit dann das Trauzimmer rein, da hinten wird dann der Tisch stehen. Und dann können dann die Paare sich dann trauen lassen. Und alle, die das jetzt hier, auch so externe Fachleute sich mal angeguckt haben, haben prognostiziert, Wächtersbach wird sich schon auch zu einer Hochzeitsstadt entwickeln, weil diese Kombination historisches Trauzimmer in so einem Gewölbe, in einem Schloss, mit einem Restaurant, einem Saal, das gibt es so ständig zum zweiten Mal in der Region. Hier war auch ein symbolischer Brunnen, der war aber nur symbolisch. Den haben wir auch sichergestellt. Ob wir den hier wieder reinstellen, wahrscheinlich stellen wir noch wieder rein. Es ist halt kein echter Brunnen gewesen. Alle haben gedacht, hier wäre ein Wasserbrunnen gewesen. War es aber nicht. Ja, in diesem Sinne bin ich fertig mit unserer Führung für heute. Ich hoffe, Sie haben gute Eindrücke mitgenommen. Und würde mich dann freuen, wenn wir uns dann zu gegebener Zeit dann sehen, hier zu einweihen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für die interessierten Nachfragen und auch viel Spaß heute hier. Danke.